Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist heute der 2. Juli. Wir haben es 12 Uhr und die Rangliste startet gleich. 187 Leute haben sich hier angemeldet und vielleicht gibt es auch noch ein paar, die als Nachrücker mit reinkommen. Ich habe bisher zwei Ranglisten gespielt. Die erste war etwas über 500, die zweite war etwas über 1000. Somit ergibt sich ein Schnitt bei zwei gespielten Ranglisten von 800. Und jetzt kommt die dritte Rangliste für diesen Monat. Schauen wir mal, wie die Karte so läuft. So, ein Rollmops 18, hier im ersten passend. Spiel. In Vorhand werde 20, ich ja. keine 18 sagen. Ich habe 22, kein Ass23, und ja. somit 24, relativ geringe ja. Gewinnaussichten. 27, ja. 30, Wir haben jetzt ja. hier eine hohe 33, Reizung. ja. Passe. Zwei Spieler über 24 gereizt. Bei 33. Kreuz. Also Spieler 1 wollte wahrscheinlich einen Pik spielen, deswegen kommen wir auch mit Pik raus. Der Kreuz muss ohne Zweien. Der ist ohne Vieren, der Kreuz. Ah, super. Läuft mega beschissen. Er hat schon zweimal eingestochen. Nochmal Pik. Jawohl. Ja, er hat natürlich mit Abstand gewonnen. Ich habe mich von der falschen 10 getrennt. Herz 10. Wenn ich mich von Karo Lusche trenne, 18, passe. haben wir eine Chance? Ne, haben wir auch nicht. Passe. Entscheidend war, dass er Trumpf Ass 10 verstechen kann auf Pik. Er hat selber 5 Trümpfer. Grand. Ah. Ja, es war ganz schwer zu gewinnen, das Spiel für uns. Es gab vielleicht eine Möglichkeit, wenn Pik Ass nicht rauskommt, eventuell Karo. Ja, ist schwierig, ganz schwierig. Will keine Punkte mehr investieren. Passe 20, ja 22, passe. Ja, ich hatte jetzt hier nur die Wahl auf Grang umzuswitchen oder halt den Kreuz. Pik zu reizen. Ich muss erstmal was trinken. Nein, ey, nur ein Zwei-Farben-Spiel. Das gibt's nicht. Ey, Wahnsinn. 6 Punkte haben wir tatsächlich gekriegt. Weniger ging nicht. 18. Passe. 20. Ja.
22, ja. Passe. Herz, Hand. Immerhin sind wir raus. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir das Spiel noch gewinnen. 18? Ja. Passe. Beide Spieler reizen Passe. Ziemlich offensiv. Untypisch für die Rangliste. Herz. 18 gereizt und dann gepasst.18? Ja. Passe. Passe. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich schwierige Rangliste. Kreuz. Oh nein. Achtzehn. Passe. Passe. Peak. Auf jeden Fall haben wir das Spiel gewonnen. Junge Ass im Skat gefunden. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. Passe. Spieler 3 reizt besonders offensiv. Hat schon 2 Spiele verloren.
Da das dritte Spiel verloren, davon zwei in Folge. Junge 10 im Skat hätte ich auch einen Krank gehabt.18? Aber ich hätte meinen Krank Ja. gewonnen. 20? Ja. 22? Ja. 30? Passe, passe. Grand. Karo hat er anscheinend blank weggeworfen. Karo 10. Um Karo zu stechen. Passe. Passe. 18. Sollen wir da einen Kragen spielen? Oder lieber den Karo? 18, 28, 39, 50, 54. Lieber den Karo. Karo. Passe. Passe. 18. Null. Geht's nicht. Passe. 18. Passe. Kreuz.
König ist noch da. Pik Ass ist noch da. Trumpfeinschub wäre natürlich die bessere Variante gewesen, aber so ging es auch.18? Ja, passe. Passe. Findung war sehr mies. Herz. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Trümpfe verteilt sitzen. Scheinen vier Trümpfe gegen zu sein, bei Spieler 1. Trumpf Ass 10 hätte ich bekommen. Ah, jetzt habe ich Rest. Ja. Wenn ich die beiden alten ziehe, bekomme ich Trumpf Ass 10. Wäre noch besser gewesen. 18, passe, passe. Grand. Aber es hätten auch 5 Trumpf gegenstehen können, dass Trumpf Ass blank ist. Tiefschnitt war doof. Tja. Naja, wäre auch Schneider gewesen, hätten wir 4 Augen mehr gehabt. Passe, passe. 18. Grand. Herz zu behalten war ein Fehler. Passe. Passe. 18. Dachte ich mir, dass da nicht so gut liegt. Tja, jetzt habe ich hier die Wahl. Pik einfach, Karo einfach. Ich spiele natürlich das Billigste, Karo. weil das Spiel werde ich nicht gewinnen. Jetzt habe ich sogar die Chance, Schneider zu verlieren. Immerhin bin ich rausgekommen. Karo einfach verloren. Naja. Passe, passe, hätte ich vielleicht keine 18 sagen sollen, aber drei Asse und ein Bube als Ausspieler.
Da hofft man natürlich, irgendwas zu finden. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. Passe, passe. Null, ouvert. Hat er gewonnen. Herzen stehen 2-2. Tja. Ihr kennt es natürlich. 7 und 8 gefunden, naja. 18. Passe, passe. Herz. Auch keine so tolle Karte. Ja, ey, meine Güte. War das wieder ein knappes Ding. Ja, 424 ist nicht berauschend, aber wenn man bei Spiel 9 sein erstes Spiel macht, ist das eigentlich noch ein ganz gutes Ergebnis. So, das war's dann erstmal von mir. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns bestimmt heute noch. Macht's gut und bis bald, euer Quantus. Ciao.